Platz. And if you do have a chance today, please take some time out to give your support to our Better Stadium Fund. Heute ist der Tag der Wahrheit für diese Mannschaft. Ab jetzt kann jeder Fehler bestraft werden und das ausbedeuten. Das Motto heißt, alles oder nichts. Heute muss ein Sieg her, komme was wolle. Eine wunderbare Kulisse, die einfach nicht besser geht in diesem Stadion. Wie Sie sehen, ist die Partie bereits angepfiffen worden. Heute müssen Sie über sich hinauswachsen. Romario. Und er zieht ab. Einfach nur top gehalten von Manuel Neuer. Und ab die wilde Fahrt. Das sind natürlich genau die Situationen, die ein Stürmer nicht liebt. Mit dem Rücken zum Tor, der Gegner ist dran. Das konnte nichts werden. Hier ist Giroud. Er stellt den Gegner ganz fair und schnappt sich die Kugel. Sie hatten die Überzahl. Solche Chancen kriegst du nicht oft. Du musst einfach mehr draus machen. Klasse Tat von Tolga. Eine brillante Aktion. Ausgezeichnete Reflexe. Das sah eigentlich nach einer hundertprozentigen Torchance aus. Erstmal raus damit. Jetzt könnten sie schnell umschalten. Ja, das ist natürlich immer das Risiko. Leroy Sané. Sané. Nein, da geht die Fahne hoch. Tolles Gegenpressing. Ein hochinteressanter Ball. Schon wieder abseits. Van Dijk. Bruno Fernandes. Da gibt es gleich mehrere Optionen. Er steigt hoch. Jetzt ist was möglich. Klasse Stellungsspiel. Gut geklärt. Das ist ein wunderschönes Beispiel dafür, wie man einen Konter nicht zu Ende spielen darf. Du darfst so mit deinen Chancen nicht umgehen, schon gar nicht in Überzahl. Gut freigelaufen. Jetzt muss ihn der Teamkollege nur noch sehen. Messi. Vorstoß über rechts. Bin mal gespannt. Sehr guter Ball, Vorstor. Sucht den Abschluss. Sehenswerter Versuch. Na, vielleicht erarbeitet er sich ja nochmal die nächste Chance. Hier hat er einfach nur Pech gehabt, dass der Ball nicht im Netz, sondern am Pfosten landete. Alaba. Alaba. Romario ist das. Messi. Er nimmt ihn an und Sané! Richtig stark gehalten!
klasse, ganz stark. Der Dank geht an den Torhüter. Spielverlagerung auf die linke Seite. Richtig guter Ball, das könnte klappen. Findet er ihn? Stichwort Befreiungsschlag. Und jetzt kann er den Konter einleiten. Nach vorn gechippt. Ah, das ist clever. Sie hätten das hier sauber zu Ende spielen müssen. Da muss einfach mehr bei rumkommen. Fabinho. Romario ist das. Wichtig, dass er da zur richtigen Zeit am richtigen Ort steht. Die Idee ist gut, der Ball geht rechts raus. Olivier Giroud mit der Chance. Wie groß ist denn bitte da? Jetzt der Abschluss. Eine schöne Erfahrung für einen Torhüter. Dafür sind die Mitspieler da. Messi. Und der Konter läuft. Ronaldinho. Ronaldinho ist das. Raus aus dem Gefahrenbereich. Romario ist das. Das war ein brillanter Ball. Die Chance zum Abschluss. Er. Gewaltig. Tor für den SC Neapel. So, das Ergebnis öffnet seine Tore. Hervorragend erwischt er den mit dem Kopf. Ganz genau so musst du zum Kopfball gehen. Mit der nötigen Portion Entschlossenheit. Das hat er richtig stark gemacht. Neuer Spielstand 1:0. Der Typ hat's einfach drauf. Und das hat er in dieser Situation einmal mehr bewiesen. Messi. Da fehlt das entsprechende Timing. Es gibt Freistoß. Das könnte durchaus eine Karte geben. Nee, der Unparteiische will nur ein ernstes Wörtchen mit ihm reden. Leroy Sané haben wir hier. Udo Fernandes. Cafu mit gutem Stellungsspiel. Den hat er ausgebremst. Pirlo. Neymar. Knallhart verteidigt. Gut gesehen, guter Laufweg. Jetzt ist Übersicht gefragt. Sucht die Schnittstelle. Ronaldinho. Überragende Aktion. Ronaldinho. Hat da. Der Schiedsrichter pfeift zur Halbzeit. Sie machen einfach zu wenig Tore. Trotz einer guten ersten Halbzeit liegt man zurück. Im Spiel nach vorne muss mehr kommen. And we come to you now with a quick request for support for our World Charity Fund. Nun beginnen wir sie, die zweiten 45 Minuten. Natürlich wollen sie jetzt im zweiten Durchgang das Ganze korrigieren. Und ich glaube, der Anpfiff der zweiten Halbzeit, die ersten Minuten sind der ideale Zeitpunkt. Jetzt müssen sie Zeichen setzen. Aufs lange Ecke zirkelt. Und die Abseitsfalle schnappt zu. Perfekte Spielübersicht. Den Ball gut verlagert auf rechts. Lionel Messi mit der Flanke. Okay, das sieht vielversprechend aus. Giroud. Cafu. Eben ja schon Assistgeber. Leroy Sané haben wir hier. Da ist kein Durchkommen. Und die Kontergelegenheit.
Ronaldinho. Im Ansatz war der Konter gut, aber dann machen sie in Überzahl zu wenig draus. Den Ball abgeluchst. Sambo Anguissa. Gutes Auge, guter Pass. Das sah vielversprechend aus, aber dann wussten sie wahrscheinlich gar nicht, dass sie in Überzahl waren. Dass sie das ganz anders hätten lösen können. Napoli lauert. Sie bleiben immer mit ein paar Mann vorne. Lass mich raten, also sie setzen auf Konter. Genauso sieht's aus. Sie wollen den Ball gewinnen und dann wollen sie natürlich einige Spieler vor dem Ball haben, um den Konter zu fahren. Physisch enorm präsent. Das ist ein wunderschönes Beispiel dafür, wie man einen Konter nicht zu Ende spielen darf. Du darfst so mit deinen Chancen nicht umgehen. Er hält drauf! Klasse Parade! Den hat er ganz stark gehalten und das war wirklich in dieser Situation keine Selbstverständlichkeit. Substitution for Germany. Ihre zweite Ecke am heutigen Tag. Das gegnerische Team hat noch keinen Eckball bekommen. Number 18, Bruno Fernandes. Number 7, Neymar. Pogba. Coming on the field. Sambo. Number 9, sensationell. Number 21, Kylian Mbappe. Number 17. Man hört förmlich, wie die Fans auf den Rängen entnervt aufstöhnen. Sie hatten die Über... Ronaldinho. Fault und somit Freistoß. Nein, der kann den Mitspieler nicht erreichen. Und nun Morientes. Gut vom Ball getrennt. Den Gegner. Klasse durchgesteckt. Jetzt könnte was gehen. Ein guter Ball und sie sind durch. Ein klasse Zuspiel. Weg mit dem Ding. Es schießt aufs Tor. Das nenne ich mal Einsatz. Da hat er schnell reagiert und das war richtig wichtig. Der SSC Neapel jetzt mit dem dritten Eckball. Null Ecken stehen auf der anderen Seite zu Buche. Alte Fußballweisheit, wenn du die Entscheidung nicht machst, obwohl du die dicke Chance hast, dann kann sich das am Ende rächen. Das ist mal eine Balleroberung. Überhaupt keine Zweifel, das war faul. Ja, so was passiert eben auch mal den Profis. Den knallt er einfach mal weg. Es bringt doch jetzt sowieso nichts mehr, zurückhaltend zu spielen. Wichtig ist nur, die Defensive darf nicht komplett aufgelöst werden. Und nach vorne muss ein bisschen mehr passieren. Das ist für sie eine gute Kontergelegenheit. Ein schwacher Pass. Messi. So sollten sie sein. Kurz und scharf, die Bälle. Und die Flanke von Rafael Leão. Da kommt der Abschluss.
Ronaldinho. Messi. Kann man so machen, Leroy Sané. Er versucht's. Da hat nicht wirklich viel gefehlt. Sané hat die richtige Entscheidung getroffen und abgeschlossen, auch wenn der Ball nicht reingeht. Mbappé. Mbappé mit der Hereingabe. War es das jetzt schon? Die Uhr tickt und tickt und tickt und es war vielleicht die letzte Gelegenheit, hier den Ausgleich zu machen. Romario. Und gleich wieder stibitzt die Kugel. Aus und vorbei. Der Schiedsrichter schaut auf die Uhr und pfeift ab. Sie hatten nur ein Ziel, die Liga zu halten und am Ende sind sie gescheitert. Hansi, was hältst du von dieser Partie, die wir gerade gesehen haben? Sie haben sich einfach in dieser gesamten Saison nicht mit Ruhm bekleckert.